Liebe Mofa-Freunde, ich habe da wieder was ganz Cooles gefunden. Und zwar handelt es sich wieder um einen Scheunenfund mit dem Original Staub drauf. Das vordere, das ist ein Dreigang, ein 1974er Dem aus ein italienisches Fabrikat. Und hinten noch ein altes Original Piaggio Ciao, ein Variomat mit dem V-Lenker. Das ist so cool. Sogar das Tripod ist original, glaube ich ja nicht. Wow. Ja, ich werde jetzt da mal den Staub befreien. Die Waschanlage ist schon ziemlich spät. Hier funktioniert sie aber noch, die Waschanlage. Ja, ich gehe gerade auf Finish. Sonst habe ich nachher wieder Flecken drauf. Ich mache die Münze ein. Sauber wird es. Schön, wunderschön. Voll geil. Ich habe es jetzt nicht perfekt gewaschen, einfach mit einem Franken ein bisschen. Aber schau mal diese Speichenräder an. Die sind ja wirklich geil. Auch dieses Ciao. Das ist das Coole an dem Ciao. Da sind die Pedale noch hinten drin. Komplettsätze. Da, das ist mit drei Gängen. Einfach noch ein bisschen schmutzig da. Man sieht also schon, wenn ich da ein bisschen reibe, der Schmutz kommt gerade weg. Das Ciao ist komplett. Ich könnte vielleicht sogar laufen. Kompressionshebel dran. Was sind das für die Kleber?
geschaut, dass er das da eingefärbt hat. Warum hat er das gemacht? Der Tank ist mega sauber. Ja, das geht schon. Ja, die muss abschließen, sonst sind die dann weg.